So, ich habe hier drei Zitate angeführt aus Nordmanns Buch zur Einführung in die Technik und in die Technikphilosophie, weil hier sehr klar zum Ausdruck kommt, was die Aufgabe einer Philosophie der Technik sein soll. Technik ist nicht Mittel zum Zweck, Werkzeug zur Erreichung eines Ziels, sie strukturiert vielmehr unsere Lebensformen. Technik, schreibt Nordmann, ist kein Medium, die zwischen Mensch und Welt oder Natur tritt, sondern sie transformiert Mensch und Natur, so dass diese sich nicht mehr gegenüberstellen lassen. Und eine Philosophie der Technik impliziert, dass man neu über das Verhältnis zwischen Natur und Technik nachdenkt, dass man eine Naturbeherrschung postuliert, die befreiend ist und nicht unterwerfend ist. So, eine Bedingung, um diese Aufgabe zu erfüllen, ist meiner Meinung nach über die Begriffe Mensch und Natur nachzudenken. Und meine Hypothese ist es, dass der Begriffspaar Mensch und Natur als Begriffspaar Logos on oder Denken, Realität oder Denken, Sein ausbuchstabiert werden kann. So, in der antiken und deutschen klassischen Tradition des Nachdenkens über Logik finden sich in dieser Hinsicht grundsätzliche Hinweise. So, meiner Meinung nach ist die antike und deutsche klassische Auffassung von Logos wesentlich, um über das Verhältnis zwischen Denken und Realität und über das Verhältnis Mensch und Natur neu zu denken. Und so ist es interessant zu sehen, was die deutschen klassischen Philosophen über Logik und über, insbesondere über den Begriff der Form gesagt haben. Und in der Jesche Logik schreibt Kant, das ist eine Passage, die vielleicht viele von Ihnen kennen. Alles in der Natur geschieht nach Regeln, ob wir gleich diese Regeln nicht immer kennen. Das Wasser fällt nach Gesetzen der Schwere. Der Fisch im Wasser, der Vogel in der Luft bewegt sich nach Regeln. Die ganze Natur überhaupt ist eigentlich nichts anderes als ein Zusammenhang von Erscheinungen nach Regeln. Und es gibt überall keine Regellosigkeit. Die Regeln, die in der Logik untersucht werden, sind laut Kant notwendig. Wenn wir nun aber alle Erkenntnisse, schreibt Kant immer in den Logikvorlesungen, die wir bloß von den Gegenständen entlehnen müssen, beiseite setzen und lediglich auf den Verstandesgebrauch reflektieren, so entdecken wir diejenigen Regeln desselben, die in aller Absicht und unabgesehen aller besonderen Objekte des Denkens schlechthin notwendig sind, weil wir ohne sie gar nicht denken würden. Und ähnlich wie in der Jesche Logik liest man in der Kritik der reinen Vernunft die allgemeine Logik abstrahiert von allem Inhalt der Erkenntnis und von dem Unterschied der Gegenstände und hat mit nichts anderem zu tun als mit der bloßen Form des Denkens. So, die Aufgabe der Logik laut Kant ist auch die Aufgabe der Logik, wie sie von den Philosophen heute, von den Philosophen der Logik heute skizziert wird. Zum Beispiel Greg Restall ist ein Logiker und Philosoph der Logik, der eine fast identische Auffassung von Logik vertritt.
Greg Restall schreibt, when we do logic, we don't care about what it is that the statements are about. We don't care that my statement might be about tables and chairs, or might be about numbers, or about Platonic ideas. Logic abstracts away from the identity of the objects, the differences of the objects, and only has to do with the structure of thought. In one sense, logic is a very timid enterprise, because it only considers a very restricted domain. But in a sense, it is very ambitious, because it considers the structure of absolutely everything that can be thought. So logic is about nothing in a very important sense, but because it is about nothing, it is about anything that can be thought. So wenn man diese Definition von Logik bei Restall vor Augen hat, dann sieht man, dass sie eine fast wörtliche Übersetzung dessen ist, was Kant selbst sagt. So sowohl für Restall als auch für Kant ist die Allgemeinheit der Logik mit der Formalität der Logik verwandt. Die Allgemeinheit der Logik nach Kant besteht darin, dass sie von dem Inhalt der Erkenntnis, von den jeweils gedachten Situationen und Gegenständen abstrahiert und sich mit der bloßen Form dessen, was wir denken, beschäftigt. Zum Beispiel, indem wir betrachten, wie wir faktisch über bestimmte Gegenstände denken und argumentieren, merken wir, dass dabei bestimmte Regelmäßigkeiten am Werk sind. Ich sage zum Beispiel, wenn es regnet, nehme ich den Regenschirm. Dann ergibt sich, dass es tatsächlich regnet. Daher ist es auch der Fall, dass ich den Regenschirm nehme. Oder ich denke, wenn Brad Pitt in Filmen spielt, dann ist er Schauspieler. Er spielt in dem Film Burnt After Reading mit, daher ist er Schauspieler. Wenn ich darüber reflektiere, was ich gesagt bzw. gedacht habe, merke ich, dass die zwei Schlüsse bzw. Argumente eine identische Form haben. Wenn P, dann Q, P, daher Q. Ich habe somit die gemeinsame identische Form der zwei Aussagen von ihrem verschiedenen Inhalt, nämlich Brad Pitt und Regenschirme, getrennt. In der modernen Logik nennt man zum Beispiel diese Form Modus Ponens. Und Modus Ponens, wie auch andere logische Formen, ist in unserem Sprechen und Denken immer wirksam. Wenn wir darüber nachdenken, was wir tun, wenn wir denken, merken wir, dass es relativ wenige Grundformen gibt, die unseren Argumente zugrunde liegen. Und diese Formen sind genau das Thema der Logik, laut Kant wie auch laut Russell. Aber das Problem ist, warum sind diese gemeinsamen Formen laut Kant nicht nur allgemein, sondern auch notwendig? Warum haben sie eine zwingende Kraft? Was ist die Wurzel der zwingenden Kraft logischer Formen? Wir können einfach antizipieren, ja, in dem Moment, in dem wir die Formen isolieren, die in unserem Sprechen und Denken aktiv sind, dann geben wir auch an, wie wir denken sollen. Indem ich denke, indem ich erkenne, wie mein Denken funktioniert, merke ich auch, wie es nicht funktioniert. Ich merke zum Beispiel, dass wenn ich, alle Fußballspieler sind zweifüßig, Sokrates ist ein Fußballspieler, daher ist er zweifüßig, sagen, ich im Gegenteil, alle Fußballspieler sind zweifüßig, Sokrates ist zweifüßig, daher ist er ein Fußballspieler, nicht sagen kann. So übt die gültige Form auch einen Zwang aus. Sie schreibt vor, wie wir denken sollen. Jetzt, die besondere Auffassung von Logik, die ich für wichtig halte und bei der ich hoffe, dass man dann die Verwandtschaft zu dieser, also wir haben die kantische Auffassung gesehen und mit der kantischen ist auch die hegelische Auffassung verwandt. Also wenn Hegel über Logik spricht, dann benutzt er immer die kantische Formulierung Allgemeinheit und Notwendigkeit.
und die Formen des gültigen Schließens sind auch für Hegel den Horizont der Allgemeinheit und der Notwendigkeit, genau wie bei Kant. Jetzt, die Frage, die sich stellt, ist aber, warum sind diese Formen notwendig? Und die Notwendigkeit logischer Formen lässt sich meiner Meinung nach besonders gut bei der antiken Auffassung des sogenannten Logos beschreiben und auch bei der Hegelschen Auffassung von Logik. In der Einleitung in die Wissenschaft der Logik behandelt Hegel die Frage nach dem spezifischen Themengebiet der Logik und kritisiert die formalistische und subjektivistische Auffassung des Denkens, die seiner Meinung nach typisch ist für die kritische Philosophie, nicht für die Logik, wie ich sie beschrieben habe, sondern für die kritische Philosophie, Kant. Hegel sagt, die kritische Philosophie bliebe bei einer bloß subjektiven Auffassung der logischen Bestimmungen stehen. In der antiken Philosophie wurde eine andere, für Hegels Logik entscheidende Konzeption des Denkens vertreten. Ihr zufolge ist nur dasjenige wirklich, was gedanklich erfasst wird. Und das Denken macht den Boden aus, auf dem wir erst etwas als seiend erfassen können. Hegel erwähnt hier bezüglich verschiedene antike Konzeptionen, zum Beispiel Anaxagoras' Nous-Begriff und Platons Begriff der Idee. Laut Anaxagoras ist der Nous, das heißt der Gedanke, das Prinzip der Welt. Und das Wesen der Welt soll als Gedanke bestimmt werden. So haben wir die Idee, in der antiken Philosophie ist das Allgemeine und die Allgemeinheit, die typisch ist für das Gebiet, für das Themengebiet der Logik, verschieden ausbuchstabiert. Zum Beispiel als Nous bei Anaxagoras und bei Aristoteles, was besonders interessant und wichtig ist, ist die Auffassung des Allgemeinen als Katholu oder Eidos. Oder auch Morphe. Eidos ist ein Synonym von Morphe. Wird von Aristoteles synonymisch mit Morphe benutzt. Und laut Aristoteles ist das Logos im On begründet und muss seine eigene Gültigkeit nach dem messen und orientieren, was wirklich ist. So haben wir laut Hegel diese zwei Auffassungen des Denkens oder des Logos oder der Form, die subjektivistische Auffassung und die objektive Auffassung des Denkens. Und die objektive Auffassung ist diejenige, die auch zum Beispiel von dem Begründer der sogenannten klassischen Logik verteidigt wird, nämlich diese Konzeption des Denkens als objektives Denkens. Und Frege betont, dass Gedanken keine subjektive Strukturen sind, sondern objektiv sind, das heißt allgemeingültig. Und das ist auch die typisch aristotelische Auffassung der Logik, des Themengebiets der Logik und auch die typisch hegelische Auffassung. So betont Hegel auch, dass die normale Logik, die Logik, die wir als Theorie des gültigen Schließens normalerweise definieren, dass auch dass in dieser ganz normalen, üblichen Common Sense Auffassung von Logik genau die Idee der Objektivität des Denkens angelegt ist. Und Hegel schreibt, man kann sich auf die eigenen Vorstellungen der gewöhnlichen Logik berufen. Es wird nämlich angenommen, dass zum Beispiel Definitionen nicht Bestimmungen enthalten, die nur ins erkennende Subjekt fallen, sondern die Bestimmungen des Gegenstandes, welche seine wesentlichste, eigenste Natur ausmachen.
oder wenn von gegebenen Bestimmungen auf andere geschlossen wird, wird angenommen, dass das Erschlossene nicht ein dem Gegenstande Äußerliches und Fremdes sei, sondern dass es ihm vielmehr selbst zukomme, dass diesem Denken das Sein entspreche. Es liegt überhaupt bei dem Gebrauch der Formen des Begriffs Urteils, Schluss, Definition, Division und so weiter zugrunde, dass sie nicht bloß Formen des selbstbewussten Denkens sind, sondern auch des gegenständlichen Verstandes. So die Laut Hegel ist die übliche Auffassung der logischen Gesetze nicht, dass sie bloß subjektiv sind, sondern dass sie objektivitätsstiftend sind, das heißt dazu dienen, das, was ist, angemessen zu erfassen. Das heißt auch, dass sie nicht leere Formen sind, sondern dazu dienen, das, was wirklich ist, gedanklich auszudrücken und zu erfassen. Die antike Konzeption, der zufolge das Logos, die Gültigkeit des Denkens im On, in dem Sein, in dem, was ist, verwurzelt ist, macht auch den wesentlichen Kern der Hegelschen Logikkonzeption. Und Hegel betont hier die antike Auffassung, der zufolge die logischen Gesetze und deren Notwendigkeit in dem, was ist, verwurzelt sind. Und in der antiken aristotelischen Konzeption ist die Wahrheit der Aussage und des Denkens im Wesen der Dinge und die Gültigkeit der logischen Regeln, die die Form des Denkens darstellen, in dem Verhältnis des Denkens zur Realität begründet. Die Tatsache, dass die Dinge so sind, wirklich so liegen, zwingt uns für Aristoteles in einer bestimmten Art und Weise zu denken. So schreibt Aristoteles in dem 12. Buch der Kategorien, wenn er Mensch ist, ist der Ausdruck wahr, mit dem wir sagen, dass er Mensch ist. Und es lässt sich umkehren, denn wenn der Ausdruck wahr ist, mit dem wir sagen, dass er Mensch ist, ist er Mensch. Der wahre Ausdruck ist niemals Ursache dafür, dass der Sachverhalt ist. Der Sachverhalt allerdings scheint irgendwie Ursache dafür, dass der Ausdruck wahr ist. So haben wir hier nichts anderes als eine Erläuterung dessen, was für Aristoteles die Aussage ist und insbesondere die veritative oder Aussage ist, nämlich der Aussagesatz oder der sogenannte Logos Apophantikos. Und so Logik wird als Untersuchung über die Gesetze des veritativen Logos oder des veritativen wahrheitsfähigen Denkens aufgefasst. Und bei Aristoteles wird oder ist die Konzeption der Logik angelegt und der logischen Gesetze angelegt, der zufolge logische Gesetze Gesetze der Wahrheit sind. Und das ist auch eine Konzeption, die typisch für die phrygische Auffassung der Logik ist. Und dies sieht man auch besonders klar im 4. Buch der Metaphysik, wenn Aristoteles erläutert, dass die sogenannten logischen Gesetze, die Archai, wie der Satz vom Widerspruch, im On wurzeln. So, jetzt fragen Sie sich, warum ich das erzähle. Was hat das mit Technik zu tun? Was hat das mit Modellierung zu tun? Inwiefern ist das überhaupt relevant für Technik und Modellierung? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich relevant ist. Mir scheint es relevant zu sein. Ich hoffe, dass Sie mir dann sagen, falls das überhaupt keine Relevanz hat. Und die antike und deutsche klassische Konzeption der Logik führt nämlich eine nicht dichotomische Vision des Verhältnisses von Logos und Ton, Denken und Sein vor Augen. Und dies wird klar am Beispiel des Modellbegriffs. Also das, was für mich interessant ist, ist zu zeigen, wie das Verhältnis
Erstens, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur in dem Verhältnis von Logos und Ton, Denken und Sein verwurzelt ist. Also das Nachdenken über das Verhältnis von Logos und Ton dient dazu, die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur auf den Grund zu gehen. Und eine nicht dichotomische Auffassung desselben Verhältnisses vor Augen zu führen. Und so scheint es mir, dass diese nicht dichotomische Auffassung des Verhältnisses von Mensch und Natur wichtig ist, um neu über Technik nachzudenken, um eine neue Technikphilosophie zu hypothesieren. Und auch wichtig, um eine Vision der Technik und der Technikphilosophie zu verteidigen, wie die, die Alfred Nordmann verteidigt. So ist die Frage nach dem, also der Modellbegriff als Beispiel der Art und Weise, in der ich denke, dass eben diese nicht-dichotomische Technikauffassung entwickelt werden könnte. So, ich habe diese Definition dessen, was ein Modell ist, in einem Wörterbuch der philosophischen Begriffe gefunden. Ein Modell ist ein Objekt, das auf der Grundlage einer Struktur-, Funktions- oder Verhaltensanalogie zu einem entsprechenden Original eingesetzt und benutzt wird, um eine bestimmte Aufgabe lösen zu können, deren Durchführung mittels direkter Operationen am Original zunächst oder überhaupt nicht möglich bzw. unter gegebenen Bedingungen zu aufwendig ist. Als Modelle können sowohl natürliche technische oder menschliche Objekte als auch Zeichensysteme auftreten, darunter solche, die mit ideellen Bedeutungen verknüpft sind, natürliche und künstliche Sprachen. Zum Beispiel die natürliche Sprache selbst ist ein Modell unseres Denkens und unseres Verhältnisses zur Realität. Ein Modell, das wir benutzen, um eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel die Aufgabe des gemeinsamen Lebens, besser lösen zu können. Und symbolische Sprachen sind Modelle, die man einsetzt, um bestimmte Inhalte präzise auszudrücken. Zum Beispiel Freges Anwendung der mathematischen Funktion-Argument-Unterscheidung in der Logik, um die Verhaltensweise der Prädikate in unserer Sprache zum Ausdruck zu bringen, kann als Erarbeitung eines Modells der prädikativen Funktion auch ausbuchstabiert werden. Die Formen, die in der Logik untersucht werden, können als Modelle in diesem Sinne interpretiert werden. Sie sind mögliche und vereinfachte Darstellungen der Art und Weise, in der wir denken und denken sollen. Die Verankerung der Logik im On, in dem, was ist, die besonders in Hegels und Aristoteles Formauffassung zum Vorschein kommt, ist das, was erlaubt, den Erfolg eines Modells zu erklären sowie das Modell zu revidieren. So, warum ist die Konzeption der Verwurzelung des Logosimon interessant? Ein Modell ist erfolgreich genau dann, wenn es einen Sitz in der Realität hat, die er zum Ausdruck bringen soll. Dies geschieht, wenn die Verhältnisse zwischen formaler Leistung, Aktivität des Abstrahierens und Fixierens von allgemeinen Strukturen und dem, was ist, flüssig sind. Ein Modell scheitert, wenn es das, was ist, nicht adäquat genug darstellt. Das Scheitern des Modells wäre nicht zu erklären, wenn die formale und abstrahierende Leistung keinen Sitz in der Realität hätte. Wiederum erfordert eine nicht dichotomische Auffassung der Verhältnisse zwischen Logos und Ton, dass man auch über Realität neu nachdenkt. Die Realität ist nicht alogisch oder denkinkompatibel. Die Realität, die den Prüfstein eines Modells ausmacht, ist gedanklich und sprachlich erfasste Realität.
Zum Beispiel Turing selbst bemerkte, dass eine Maschine eine diskrete Natur hat und nicht in der Lage ist, von der kontinuierlichen Physik und von der kontinuierlichen Natur des menschlichen Gehirns Rechenschaft zu geben. So haben wir die Realität, die kontinuierliche Natur des menschlichen Gehirns. Dann das Modell oder die Form, die Turing-Maschine, die diskret ist und das heißt bloß punktuelle Operationen erlaubt. Die Natur, das was ist, bildet die Instanz, die dazu führt, über die Form nachzudenken und sie gegebenenfalls zu revidieren. Wiederum ist die hier in Frage stehende Realität eine gedanklich erfasste Realität. Sie ist eine Beschreibung dessen, was ist. Eine Beschreibung des menschlichen Gehirns als kontinuierliche Struktur und muss als eine solche Beschreibung aufgefasst werden. Das heißt, die Möglichkeit muss offen bleiben, dass man auch diese Beschreibung in Frage stellt. Turing selbst erwähnte zum Beispiel die Möglichkeit, dass kontinuierliche Phänomene punktuell behandelt werden können. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.